Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront mit mir, Ben Hoshi, und heute mit einem neuen Spielmodus, und zwar dem Wendepunkt und beziehungsweise nicht nur uns, sondern Schlacht von Jakku. Also, wir schauen mal, was es hier für so Karten gibt. Okay, Friedhof der Giganten. So viel zu diesem Thema. Wir suchen uns mal das Spielchen und fangen da einfach mal an. So, da gibt es eine ganze Menge Leutchen, die da auch spielen. So, Friedhof der Giganten. Nach der Zerstörung des zweiten Todessterns bündelt die immer noch mächtige imperiale Flotte ihre gesamte Kampfkraft um ihre Waffenfabrik auf Jakku. So viel dazu. Jetzt habe ich gerade irgendwo verlesen, aber ist nicht so schlimm. So, die Rebellen haben die Basis allerdings entdeckt und bereiten nun einen Angriff vor, der den Krieg für ein... was? Für alle mal entscheiden könnte. Oh, Mann. So, Tipps. Naja, die laufen unten durch. Das geht ein bisschen zu schnell. Ja. Ich sitze einfach zu weit weg vom Monitor. Das ist wirklich Wahnsinn. So, aber es lädt und lädt und lädt und lädt und es passiert hier irgendwie gerade gar nichts. Ah, na, also. So. Ja. Können wir einfach mal anfangen. So, erobere einen imperialen Kontrollpunkt, um vorzurücken. Du gewinnst, wenn du den letzten imperialen Kontrollpunkt eroberst. Du verlierst, wenn die Zeit abläuft. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, Friedhof ist gut. Ja, halt. Machen wir gleich hier. So. Wo ist denn da überhaupt was? Ey, die Explosionen sind so böse. Wir holen uns einen Kontrollpunkt. Gehen wir einfach mal hier jetzt ran. Schauen wir mal, wo hier jetzt einer da oben. Wird gesichert. Na, wo sind sie? Haha. Wo kommen denn da die Schüsse, ey? Ja, wenn man zu lange an einer Stelle steht, ungünstig. Aber so, oh, wo sind wir denn jetzt? Unsere Leute haben einen Kontrollpunkt besetzt. Wir rennen hier einfach mal vor und gucken mal. Wow. Sieht natürlich sehr interessant hier aus. Boah, Schlacht. Ach, da oben kämpfen unsere Leute, oder? Okay. Wow. Wo kam denn der jetzt her? Hier immer noch irgendwo einer? Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Schande. Frage ist, wo der Typ da sitzt. Hm.
Na egal, rennen wir mal vor und rennen einfach mal hier an die Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier so finden oder ob wir gleich wieder verrecken. Elendig. Unsere Leute übernehmen einen Kontrollpunkt. Verflixt! Ach ja, 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 ja. So, machen wir es doch einfach mal anders. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu übernehmen. Okay, hier sehen wir gerade nichts. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besetzung. Okay. Jetzt muss man hier erstmal irgendwo was finden. Ja. Wow. Mann. Piotas 95, der sagt mir irgendwas. So. Wow. Die fliegen ja hier, ey. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Irgendwie ist das hier echt ein bisschen. Ein bisschen sehr, sehr heftig. Hätte mal lieber wegrennen sollen, ne? Ach, egal. Ja, ich glaube, das macht mehr Spaß, wenn man hier in so einer, in so einem Squad rumrennt. Gut, machen wir einfach nochmal so. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Dauert mir zu lange.
Da ich ja die Option Zielschuss nicht habe. Wir sind dabei, einen Kontrollpunkt zu sichern. Auch den Ionenschuss oder was das da gewesen ist. Das ist schon interessant hier. Aber ich bin sehr erstaunt. Dass es hier keine Icons gibt. Doch, da ist eins. Unsere Leute haben einen Kontrollpunkt übernommen. Ist das hier zum Kotzen? Einfach zu viel los hier. Faff. Scheibenkleister. Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Nicht nachlassen hier. Sau du. Na, wo ist er denn? Da ist er. Wir setzen den letzten Kontrollpunkt. Achtet auf feindliche Truppenbewegungen. Na. Nein. Ach, Menno. Gut, wir haben noch 2 Minuten und 52 Sekunden. Aber irgendwie, wie gesagt, das funktioniert alles nicht so, wie ich es gern hätte. Wie gesagt, die ballern auf mich hier wie die Bescheuerten. Wow.
Lade dich auf, lade dich auf, mal so. Machen wir mal so. Das ist doch alles nicht mehr wahr. Oh Gott. Jetzt ist mir das aber völlig latte hier. Erstmal schön in Deckung bleiben wieder. Lad dich auf, du blöde Ding. Ey! Ja, ich bin einfach noch zu schwach, ja. Das ist wild. Ja, wo ist er? Nein! Niederlage! Och Mann, ey. Ey, 5 Kills und 11 Mal gestorben. Oh, das tut weh. Ja, ja. Aber 17 Mal und 5. Naja, okay. Hm. Was soll's? Ja, ist ja geil. So. OCB, okay. Hm. Ja, dann würde ich aber sagen, war es schon wieder. Es ist nämlich schon wieder Zeit langsam. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir, wie ihr die Variante so findet. Oder auch lieber nicht, wie auch immer. Ich muss, wie gesagt, noch ein bisschen wachsen und dann kann ich auch ein bisschen stärker in so ein Geschehen eingreifen. Ja. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zusehen, abonniert meinen YouTube-Kanal und schaut doch mal meinen anderen Let's Play rein. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch noch was Interessanteres mit dabei. Also, ich wünsche euch was, euer Ben Hoshi.